Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Mein Tag startet heute wieder mit Wäsche waschen. Ich werde jetzt in Ruhe frühstücken und wenn ich alleine bin, gucke ich mir meistens immer so Reportagen auf YouTube an. Das liebe ich. Und jetzt habe ich mir gerade rausgesucht, da ist so ein Typ, der ist 43 Jahre älter als seine Freundin. Und das gucke ich mir jetzt an. Das geht 10 Minuten 34, genau die Zeit, wo ich frühstücke. Ja, und dann lasse ich es mir schmecken. Ich kann mich ja vorher schminken, ich gehe in der Maske. Vielleicht finden wir irgendeinen. Eigentlich haben wir es selber nicht so richtig gemerkt, was da passiert ist. Dann kam das Burgfest in Appenburg. Und da wurde die ganze Geschichte dann schon ein bisschen deutlicher. Auch zu empfehlen die Dokus auf WDR. Da müsst ihr nur auf YouTube eingeben, WDR Doku, dann kommt der Kanal eigentlich schon. Und die haben auch immer richtig gute Reportagen. Und die geht jetzt auch 44 Minuten. Mal gucken, da gucke ich mir jetzt nur ein Stück von an. Und dann muss ich hier aber wirklich Haushalt machen. So, los geht's. Ich muss jetzt erstmal die Ecke gleich da hinten aufräumen, das hier alles wegräumen. Ein bisschen noch wieder was packen. Küche, Klarschiff, Spülmaschine ausräumen. Dann hier die ganze Wäsche muss hier noch weg, damit hier gleich die neue Wäsche hin kann. Ja, Betten machen, das Übliche. Und jetzt lege ich mal los, lege die Kamera weg, damit ich dann auch schnell durch bin, weil ich muss gleich schon wieder Essen machen, weil Manuel von der Arbeit kommt. Na, wer kennt das noch? Habe ich gerade beim Aufräumen gefunden. Für den Gameboy Super Mario Land. Oh, habe ich das gespielt als Kind. Wie eine Verrückte. Ich bin jetzt fertig mit dem Haushalt. Und ja, es ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Ich glaube, bestimmt anderthalb Stunden oder so. Und jetzt wollte ich uns unseren leckeren Nudelauflauf machen. Manuel kommt ja gleich von der Arbeit. Der hat heute seinen letzten Arbeitstag. Der freut sich bestimmt, wenn es Nudelauflauf gibt. Und den mache ich auch immer gleich für zwei Tage. Deswegen auch so viele Tomaten und zweimal Käse. Nudeln habe ich zweimal zwei Pakete gekocht. Ja, und da wollte ich euch so ein bisschen mitnehmen, dass ihr einfach mal seht, wie wir das machen. Weil wir machen das schon echt seit 10 Jahren oder so. Ich glaube, immer den gleichen Nudelauflauf. Wir haben noch nie was anderes ausprobiert. Weil er einfach lecker ist, schnell geht. Und ja, die Sachen sind schnell besorgt. Das meiste hat man meistens auch immer zu Hause. Ja, let's go. Ich zeige euch noch mal kurz, was wir dafür brauchen. Vielleicht hat der ein oder andere hier Lust, das auch mal nachzukochen. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und natürlich das Schöne, was ich ja immer liebe, wenn man Essen für zwei Tage hat. Ne? Da brauche ich mich praktisch morgen nicht um das Essen zu kümmern. Ihr braucht Tomaten, Milch, Salz, Pfeffer, dann diese Pflanzencreme oder Coulines heißt es ja eigentlich. Dann habe ich hier zweimal geriebenen Gouda, eine Schinkenfleischwurst, Paniermehl, 4 Eier und 2 Pakete Nudeln. Die habe ich allerdings gerade schon gekocht. Als erstes habe ich jetzt die Fleischwurst in so Scheiben geschnitten. Die bleiben natürlich nicht so dick. Die schneide ich jetzt noch in kleine Streifen und dann geht's weiter. Das Ganze jetzt aus. Das ist jetzt die komplette Schinkenfleischwurst. Jetzt geht es weiter mit den Tomaten. Die werde ich jetzt alle in so Scheiben schneiden. Je nachdem, wie das passt. Das seht ihr gleich. Müsst ihr euch einfach das Video zu Ende angucken. Dann kann man das ungefähr einschätzen, wie viel man braucht. Ich werde jetzt auch nicht alle schneiden, sondern gleich gucken, wie ich damit hinkomme. Ich fange gleich schon mal mit der ersten Schicht hier an. Aber ihr seid hier dabei und seht, wie ich das mache. So, jetzt haben wir die erste Schicht Tomaten. Und da kommt jetzt schon mal so ein bisschen Fleischwurst drüber. Da machen wir hier schon mal die erste Schicht. So, und hier kommt jetzt noch mal ordentlich Salz und Pfeffer drauf. Damit das auch richtig schön geschmacklich auf den Punkt ist. Und das ist natürlich Geschmackssache. Ich nehme immer so ein paar mehr Tomaten, weil Manuel liebt Tomaten. Ich müsste es auch nicht haben, so viele. Aber er will ja immer so viele Tomaten. Also tue ich das auch für meinen Mann. Ne? Ordentlich Pfeffer. Und dann kann auch schon die nächste Schicht oder die erste Schicht Nudeln drauf. So, und ich verteile jetzt schon mal die Nudeln.
So, jetzt haben wir ordentlich Nudeln mit draufgepackt. Und jetzt macht ihr praktisch das Gleiche wie beim ersten Durchlauf. Tomaten, dann die Wurst, würzen und dann nochmal Nudeln obendrauf. Und wenn ich das gemacht habe, melde ich mich gleich nochmal wieder. Die zweite Schicht ist dann auch fertig. Und dann kann es schon weitergehen mit dem Käse. Das könnt ihr natürlich auch so machen, wie ihr möchtet. Ich werde, glaube ich, 2 Pakete draufknallen. Mal gucken, wie das passt. Aber das ist ja auch alles Geschmackssache. Müsst ihr dann gucken, wie ihr es am liebsten mögt. Der Käse ist drauf. Und jetzt kommen die Eier zum Einsatz. So, zu den Eiern kommt jetzt so ein bisschen Milch. Mache ich so nach Gefühl. So. Das sollte, glaube ich, schon reichen oder ein bisschen noch. Dann natürlich auch wieder schön Salz und Pfeffer rein. Dann sieht das Ganze so aus. Und das wird einfach vermischt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kommt diese Soße, diese Eiersoße, so nenne ich sie immer, einfach hier über den Auflauf so ein bisschen verteilt. Oh, das hätte natürlich jetzt nicht passieren dürfen, dass es an der Seite rausläuft. Aber so, dass überall so ein bisschen was hinkommt. Das gibt echt nochmal so einen richtig leckeren Geschmack. So, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Jetzt kommt noch etwas Paniermehl. Ups, ein bisschen Paniermehl drüber, damit das Ganze richtig schön knusprig wird. Nicht viel, auch nur so ein bisschen. Jetzt kommt der letzte Schritt. Jetzt kommt dieses Coulinesse, diese Pflanzencreme noch etwas darüber. Auch nicht zu viel, sondern einfach nur einmal hin und her, einmal rüber, am Rand noch etwas und das war's. Jetzt heize ich den Backofen einfach nur vor auf 180 Grad ungefähr, so eine Viertelstunde. Und dann kommt der Auflauf gleich für 45 Minuten in den Backofen. Und gerade fertig. Da steht schon wieder jemand vor der Tür und möchte kuscheln. Hallo, mein kleiner Engel. Da bist du. Das werde ich echt vermissen, Leute, wenn wir hier nicht mal wohnen. Komm schnell. Das wird richtig, richtig schwer für mich. Aber wir kriegen ja eine eigene kleine Leni, ne? Willst du schnell wieder auf deinen Karton? Ja, bist du kuschelig? Ich werde dich vermissen, Maya. Dann wohnen hier andere Leute. Hm? Ob die dann auch immer so lieb sind zu dir? Wollen wir mal hoffen, ne? Die dich auch immer reinlassen und dir Leckerli geben. Nee, meins nicht? Doch. Erste Maschinewäsche ist durch. Und weiter geht es im Programm. Es nimmt kein Ende mit der Hausarbeit, Leute. Es nimmt kein Ende. Mit der Wäsche, da denke ich manchmal, hier wohnt noch eine Person. So viel Wäsche, wie wir haben, das kann eigentlich gar nicht sein. Ah. So sieht das Ganze dann aus. Und extra schön Tomaten für einen Maulwurf. Genau, da müssen, damit das auch fruchtig ist, viele Tomaten drin sind. Freust du dich? Mhm. Sieht gut aus, ne? Mhm. Und durch dieses Paniermehl hat man das noch immer extra so ein bisschen knusprig, ne? So eine richtige Knusperoberfläche. Und durch dieses Ei kann man das irgendwo noch mal erkennen? Nee, das Ei stockt so an die Nudeln. Das bringt den Geschmack da rein. Oh, das ist schon beschlagen. Du hast es geschafft, mein Schatz. Ich habe Ferien. Sommerferien. Sommer-Winterferien habe ich jetzt. So, wir lassen uns das jetzt schmecken. So, ich habe mir jetzt mein Schneideprogramm aufgemacht. Und dann sitzt man hier erstmal unmotiviert vor einem leeren Bildschirm. Aber ich muss mich jetzt irgendwie motivieren. Ich glaube, ich gucke mir jetzt noch irgendwas an auf YouTube und dann starte ich hier los. Wir haben gerade lecker gegessen, haben noch 2 Folgen King of Queens geguckt und jetzt
muss ich hier noch ein bisschen was tun und danach wird noch gepackt. 2 Stunden später, das Video lädt. Glücksgefühl, wieder was geschafft. Für mich geht es jetzt weiter mit Packen. Ich wollte diesen Schrank gerne noch leer haben. Und den Nicer Dicer Schrank, den packe ich glaube ich auch noch eben aus, weil das brauche ich eigentlich nicht mehr. Wenn ich jetzt Salat mache oder so nochmal, dann schneide ich das mit der Hand. Jo, weiter geht's. Feierabend noch nicht in Sicht. Mal gucken, vielleicht mache ich gleich sogar noch mehr. Wenn ich da richtig in Fahrt bin, dann kann es sein, dass ich gleich die ganze Küche hier noch auseinandernehme.